Die Glaubenslehre von Imam Ibn Asakir. Der Scheich Fakhruddin Ibn Asakir, möge Allah ihm gnädig sein, sagte: Wisse, möge Allah mich und dich recht leiten, dass es Pflicht eines jeden verantwortlichen Mukallaf ist, zu wissen, dass Allah alleiniger Herrscher in seinem Reich ist. Er hat das Universum, das heißt die himmlische und irdische Welt, den Thron, den Schemel, Al-Kursi, die Himmel, die Erden und das, was sich in ihnen und zwischen ihnen befindet, erschaffen. Alle Geschöpfe unterliegen der Allmacht Gottes. Selbst das Sonnenstäubchen, Al-Dharra, bewegt sich nur mit seinem Willen. Er hat keinen Partner bei der Schöpfung und keinen Mitbestimmer in seinem Reich. Er ist der Lebendige und der Unvergängliche. Er ist erhaben über Schlummer und Schlaf. Er kennt das Sichtbare und Unsichtbare. Nichts bleibt ihm verborgen, weder im Himmel noch auf der Erde. Er weiß, was auf dem Lande und im Meer ist. Und kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Es gibt kein Samenkorn in der Finsternis der Erde und keine grüne oder vertrocknete Pflanze, die nicht auf der wohlbewahrten Tafel geschrieben steht. Das Wissen Gottes umfasst alles. Er kennt die Zahl seiner Geschöpfe. Er macht, was er will. Er ist der Allmächtige. Seine Herrschaft ist vollkommen und immerwährend. Er braucht nichts. Er ist der Unbesiegbare, der Unvergängliche. Seine ist die Herrschaft und die Schöpfung. Alle Namen Gottes deuten auf Vollkommenheit. Nichts kann dem Willen Gottes entgegenwirken und keinem kann die Gabe Gottes verwehrt werden. Er macht in seinem Reich, was er will, und er verbietet seinen Geschöpfen, was er will, und verpflichtet sie zu dem, was er will. Von seinen Geschöpfen erwartet er keine Belohnung und fürchtet nichts. Er hat keine Verpflichtungen und er ist keinem Gesetz unterworfen. Jede Gabe von ihm ist eine Gnade, Fadl, und jede Bestrafung ist nur Gerechtigkeit, Adl. Allah legt keine Rechenschaft über sein Tun ab. Aber die Geschöpfe werden zur Rechenschaft gezogen. Er existiert vor der Schöpfung. Seine Existenz hat weder Anfang noch Ende. Er ist erhaben über alle Richtungen, oben, unten, rechts, links, vorne und hinten. Er ist weder ein zusammengesetzter Körper, noch ein Bestandteil eines Körpers. Es ist nicht erlaubt zu sagen, wann hat er existiert? Oder wo ist er? Oder wie ist er? Er existierte vor dem Erschaffen des Ortes. Er erschuf den Ort und die Zeit. Er ist weder an Ort noch an Zeit gebunden. Allah erschafft mit seinem Willen und seiner Allmacht, was er will.
und wann er will. Nichts kann ihn daran hindern. Er ist unvorstellbar. Die Wirklichkeit Gottes kann weder durch Fantasie noch Verstand erfasst werden. Nichts ähnelt ihm. Er ist der Allhörende und Allsehende. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.